Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin Max Snake, ich spiele Eats Munchies. Ihr guckt zu. Wir waren beim letzten Mal mit den Spooky Caves durchgekommen. Dank des Patches ist aber das Let's Play für Eats Munchies noch nicht zu Ende. Wir können die Windy Peaks spielen. Und das machen wir jetzt auch. Wollen wir mal schauen, was sie uns so bieten. Haha, haha. Sind wir ein Fan eines Fans? Haha. Okay, wir sammeln anscheinend sowas wie Apfelkuchen. Und weil es sich zu einer guten Sitte entwickelt hat, schauen wir doch einfach mal, was passiert. Mhm. Das war ein einfaches Level. Spielen wir doch gleich das zweite. Wie? Weiter geht's. Es soll dieses Mal auch nur eine kurze Folge werden. Ich hoffe, die ersten Level lassen das zu. Weil ich ehrlich gesagt nicht recht glauben kann, dass ihr viertelstündig meiner Sendung folgt. Aber ich glaube, so 5 Minuten ist ein ganz gutes Zeitfenster. Schmeißt es mir einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Hurra! Schmeißt mir in die Kommentare, ob ihr lieber vielleicht längere Videos haben wollt oder kürzere Videos haben wollt. Ich kann mich dann so ein bisschen danach richten. Und wie gesagt, dieses als Prototyp für ein kurzes Video. Hätte ich mal bloß die Klappe gehalten. Das sieht so aus, als wenn das ein bisschen länger wird. So, er muss springen hoch. Dann springt er hierhin. Wisst ihr was? Es ist mir so wurscht. Wir probieren das jetzt einfach alles aus. Jawohl, jetzt kriegt er den ersten. Nein, 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 nein. Das ist ja jetzt eher Blatt. Mit Verlaub. Machen wir das jetzt? Schubsen wir den erst hoch? Ich denke, wa? Jetzt springt er gar nicht mehr. Gut. Schalala, wir lassen jetzt den Cupcake runterfallen und hoffen, dass alles gut wird. Jawohl, es ist alles gut geworden. Hervorragend. So, eine spielen wir noch. In der Hoffnung, dass auch das wieder ein bisschen schneller geht. Oh, wir haben ein Gehirn gefunden. Es ist nicht nur gut aussehen, sondern auch sehr schlau. Jetzt gibt es mal einen vorsichtigen Dings hier ab und los geht's. Aha. Das ist ja lustig. Na? Nee. Er müsste schon jetzt auch irgendwo hinlaufen dann. Also. Setzen es lieber noch ein bisschen tiefer und los geht's. Ja, können wir jetzt eigentlich gar nicht viel machen, außer einfach zuzugucken. Diese Gehirne sind mir schon so ein bisschen suspekt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber gut. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir den kleinen Eats nach oben kriegen. Kriegen wir aber nicht. Warum kriegen wir ihn nicht nach oben?
Das ist ja nur saudämlich, wa? Hierhin? Ach, natürlich. Wir setzen ihn natürlich hierhin. Ihr wisst sicherlich auch warum. Damit wir ihn, wenn er hier oben ist, darüber schießen können. Nicht wahr? Wie klug von uns. Zack. Und da waren wir natürlich zu spät. Das machen wir nochmal, weil es so ein Spaß ist für die ganze Familie. Hops. Britzel. Husten. Das klappt immer noch nicht. Was habe ich falsch gemacht? Er sitzt doch eigentlich da, wo er hin soll. Er sitzt doch richtig. Aber wir kommen nicht weiter, weil das versteht einer, wer will. Aber anscheinend ach, so läuft er. So. Das war wieder eine reine Timing-Frage. So. Das war mir eine große Freude, für euch zu spielen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Nämlich, wie man East Munchies spielt. Ich verabschiede mich. Freue mich aufs nächste Mal. Spielt viel und spielt schön. Euer Max Snake. Tschüss.